endlich wieder aufnehmen. So, wir sind zurück. Herzlich willkommen zum wunderschönen Let's Play von Green Hell. Und ich bedanke mich nochmal bei Noah Katan im Video offiziell für die Rosen. Denn er hat uns einfach ein paar wunderschöne Rosen geschickt. Und ich würde sagen, Chris, wir können jetzt los, oder? Warte. Soll ich Kokosnussschalen mitnehmen? Warum geht's jetzt? Warte. Achso, ich weiß warum. Okay. Sorry. Ja, nimm mit. Why not? Also ich habe 100 Wasser, habe ich. 100? Das ist ja viel. Ich habe alles voll gemacht. Aber ich nehme die trotzdem mal mit hier. Komm, wenigstens zwei. Brauchst du noch Pfeile? So. Nö, ich bin eigentlich cool. Ich bin zufrieden. Tomorrowland? Ja, na also Tomorrowland, da wäre ich mit dabei. Aber da musst du die Karte zahlen für was weiß ich wie viel tausend. Ist doch auch gar nicht in Deutschland, oder? In Belgien. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es wäre in Belgien. Belgien. Boah, wäre schon geil, ne? So. Tomorrowland. Wir gucken, Grafik, das passt. Paul denkt schon wieder aus, warum auch immer. Ich mache jetzt mal so, mal gucken, ob das Spiel besser läuft. Mit allen Pipapo ist natürlich auch heftig, ne? Was so. Denn so eine Karte? Ach, Tomorrowland, will ich gar nicht wissen, Alter. Hör auf. Da muss man auch zelten und so, ne? Ja, ist doch ein ganz normales Festival halt, ne? Ja. So, war da nicht hier irgendwo, wo man klettern konnte? Oh. Du Chris? Ja. Was machen wir eigentlich, wenn wir Green Hell durch haben? Warte mal, bleib mal stehen, bitte. Ich muss dich mal kurz hier befummeln. Oh. Oh, das hat gezwickt, du Penner! Ja. Hallo? Ich habe eine Machete. Box dir mir eine. Ich pick sie ab, du Arsch. Was habe ich denn jetzt hier getroffen? Ja, den okay. Danke. Schock. Ich habe immer noch was. Was ist los mit dir? Jetzt ist es weg. Nee, ist immer noch. Echt? Warte. Da. Dankeschön. Bitte. Jetzt die Frage, wo war das, Chris? Wo war das? Guck mal, hier kann man rüber. Das haben wir aber auch nicht gesehen bis jetzt, oder? Nacho, wann ist denn das überhaupt und was kostet der Spaß denn? Ich will da mindestens einmal hin in meinem Leben. Ja, irgendwann will ich da auch mal hin. Das ist eine wahre Geschichte. Da ist was dran. Also, da sind auch viele nette Frauen, ne? Er hat wieder nur die Frauen im Kopf. Ja, natürlich, schau mal. Andere gehen dahin für die geile Musik, für die Stimmung. Er sieht nur Hose hin. Auf jeden Fall. Ach nee. Wo war das denn jetzt, Alter? Wir haben das doch hier irgendwo gefunden gehabt. Läuft eigentlich für Musik, wenn ich fragen darf? Ja. Ist das ich würde so? Es jetzt. Ja, Techno EDM in die Richtung halt, ne? Okay. Dance. Oh mein Gott, ich bin fast hier runtergefallen. Ja, ich vorhin auch. Und wie bist du denn jetzt da hingekommen? Über den Baumstamm zurück. Ah, okay. Ich suche gerade das, wo wir klettern konnten. Das war doch hier oben irgendwo. Jetzt fängt das nämlich wieder an. Und was ich auch nicht verstehe, wir haben eine Map aufgehoben, die nicht verbrannt war. Ach, guck mal. Ah, man kann da unten switchen. Was kann man? Drück mal M, guck mal, da unten links ist ein Pfeil. Oha. Aber was ist das andere für eine Karte jetzt? Das ist der Teil, der verbrannte Teil. Da unten ist nämlich diese Anaconda-Insel, hier ist die Höhle. Wir sind jetzt hier. Wir müssen zu 2725. Komm mal zu mir. 2725. Jo. Ich brauche an einem unsichtbaren Busch.
Zwischen 260 und 310 Euro, oha. Nee, da vertust du dich aber, Dicker. Da vertust du dich. Das suche ich jetzt direkt für dich raus, weil das will ich wissen. Weil der Stand, den ich habe, der ist schon was älter. Aber Tomorrowland Karte 2023. So. Ach, geh mich auf den Sack, Alter. So, du bist beim Tagesticket bei einem Tag bei 210 Euro und für das ganze Festival zahlst du bei vier Tagen, warte, also jetzt aktuell kostet ein Ticket, jetzt gerade für das nächste Jahr 261 Euro und du zahlst für das komplette Ticket bei drei Tagen ist es diesmal sogar nur, bist du bei 580 Euro für ein Ticket, Alter. Und da hast du nicht die Anreise und das Fressen mit drin. Ja, ihm reicht ein Tag. Wenn man ein Festival, musst du ganz mitnehmen. So, 25, 23 hatte ich gesagt, ne? Sie, nee, 27. Sagen, wir machen einfach durch mit TikTok, oder? Wäre schön, wenn das klappen würde, ey. 24,7. 24,27, ja. Aber du bist irgendwie da lang. Irgendwo hier hinten war das auch. Oder? Hier war doch so ein Durchgang, Alter. Ja, 24 hat schon mal gepasst. Also auf 24 sind wir schon mal. Jetzt ist die Frage, gehen wir gerade auf 30 zu oder? Hi Kev. Wir spielen Green Hell. Kev, Green mein Hell Liebster. Kev, wie geht's dir? Ewig nichts mehr gehört. Andere Richtung. Ich glaube, hier müssen wir auf 24 kommen, ne? Da unten war es. Da ist der Durchgang, den ich suche. Ja, hier ist es. Sagen denn, was sagen denn meine Werte? Ein Stück Fleisch habe ich noch. Ja. Ich habe gar kein Fleisch mehr. Ja. Ah. So, jetzt geht's hier runter, Freunde. Ich bin gespannt. Okay. Das hast du mir gleich noch, wir brauchen die Taucherausrüstung, die da lag. Taucherausrüstung liegt hier. Alter, wie lange können wir jetzt tauchen? Kannst du jetzt länger tauchen oder was? Ich habe keine Ahnung, ja. Ich habe hier so eine Atemmaske dran. Ah ja. Und ich folge einfach dem Seil. Oha. Boah, jetzt ist richtig spannend gerade irgendwie, finde ich. Hier ist das Seil wieder, du musst links rum gleich. Ja, ich sehe dich. Ich switch mal zum Chris rüber. Oh, heftig. Karte, neuer Ort. Wo sind wir denn jetzt auf der Karte?
Ich hab schon wieder irgendwas, hab ich an mir. Wir sind jetzt hier. Glaube ich. Ne, entweder sind wir hier oder am Meer. Bin mir nicht sicher, warte mal. Was sagt denn die? 26, 25. Ja. 26, 25. Wir sind hier. Wir spielen Green Hell, heißt das Spiel. Oh. Finde ich auch dumm. Du kannst bei TikTok eintragen, was du spielst. Also du kannst eintragen Games und dann sagst du, welches Spiel. Aber es wird nicht angezeigt. Okay. Auch bescheuert, oder? Liebe geht raus. Meine alte Community ist bald wieder da. Ich sehe das schon. Guck mal da unten, Chris. Aha. Fall nur nicht runter. Nee, nee, nee. Das Thema hatten wir schon. Okay, hier geht's nicht lang. Alter, wo sind wir denn hier mittlerweile? Ich finde es ganz kurios hier alles. Wir sind 26, 26. Wir haben leider nie was mit Bambus gebaut, ne? Das ist eigentlich fast schade. Wie kommt es, dass du live bist? Und Jule. Ja, Jule, mit der habe ich wieder ein bisschen gequatscht. Nimmst du? Nee. Die war auch jetzt hier die letzten zwei Livestreams. Nur ein bisschen Spaß gehabt, ein bisschen gequatscht über alte Zeiten. Hier sind Früchte. Ah, okay. Schrei mich nicht so an, wenn ich hinter dir stehe. Ja, sehr geil. Wir wollen halt wieder ein bisschen, oder ich will halt jetzt auch wieder ein bisschen durchstarten. Ne? Meine Kleine ist ja jetzt in einem Alter, wo ich das auch wieder ein bisschen machen kann, wo sie weniger Aufmerksamkeit nachts braucht. Also ich kann dann nachts, schläft sie jetzt mittlerweile auch gut durch. Und kann deswegen auch jetzt ein bisschen streamen. Jetzt habe ich noch dazu den Luxus, dass meine Lebensgefährtin gerade bei der Familie ist. Auch wenn es kein schöner Grund ist, aber ne, ich bin halt hier, weil ich mich noch um meine Kinder kümmern muss noch, also die dann auch kommen. Ich habe ein bisschen Freizeit jetzt, dementsprechend, ne? Ihr versteht. Oha! Ne, wo sind wir denn, Alter? Ist das jetzt hier? 25, 23, 25, 23. Bist du jetzt... Oder ist das hier 25 und das hier 23? Ja, mehr wie hier. Kurios, ich verstehe gerade noch nicht. Hier ist so ein riesen Wasser. Ball, See, Fluss, whatever. Da hinten. Also wir sind heute Abend, so circa 20 Uhr sind wir auch wieder bei TikTok. Und dann zocken wir Horror. Heute Abend wird Mortuary Assistant gespielt. Genau, das heißt, ihr seht mich dann auch quasi auf der Cam. Abwechselnd. Es tut mir leid. Ich kann es nicht vermeiden. Ah, hör mal. Ja, hör mal. Freundchen. Ach, ich weck du Vogel. Das rückt mir Ochs vom Kopf, du. Mal, es gibt die Krokodile. 29 nördlich, 22. Ne, warte mal. Olimir? 25 westlich, 22. Nie ohne Seife waschen. 25 westlich. Das ergibt gar keinen Sinn. Was von was ist welche Koordinate hier? BB, Carsten. 25, 22. 25, 22. Dann wären wir jetzt hier. Das kann nur hier sein, okay. Dann halten wir uns rechts und gehen einmal hier im Kreis, weil hier geht es nur einmal im Kreis. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden, ob wir was finden. Ja, ja. Den Leguan haben wir auch noch nicht gebraten, ne? So ein scheiß Lursch. Gronkh, falls du das hörst, ich fress alle deine Lursche auf in diesem Spiel. Komm ich die Früchte hier, du. Du hast halt einen Cock in den Kopf. Cock in den Kopf. Weißt du, was wir auch nochmal machen sollten eigentlich? Speichern. Warten. Ja, ja, aber ich hoffe, dass jetzt alles safe läuft. Wo sind wir?
Vorne kommt ein großer Baum. Ja, ich hoffe wirklich, dass bald die Community zurück ist. Die Relapse war auch schon da. Die Steffi war da. Also es waren ziemlich viele von der alten Gang da. Es wird wieder eine schöne Zeit. Ich sehe schon. Carsten, ja, wir sind heute Abend wieder da. Circa 19, 20 Uhr ungefähr. 5 Euro, wenn du da runterspringst. Auf gar keinen Fall. Schade. So American Gladiator. Ich bin ja The Motorial Assistant. Das ist dieses ganz krasse Horror-Game. Da werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie ich mir richtig in die Hosen scheiße. Hör auf, ey. Mich kannst du bei dem Spiel nicht gebrauchen, eigentlich. Hey, aber hier muss doch was sein. Du kannst mir doch nicht sagen, dass wir jetzt hier hoch können und hier ist gar nichts. Geh du mal bitte links zum Fluss. Guck mal hier am Rand weiter. Okay, hier geht's nur tief runter. Oh, Junge, der will schon wieder runterspringen. Ich sehe es schon. Alles gut. Bleib du mal beim Fluss, ich gehe den Rand lang. Es muss ja irgendwas kommen. Hier geht es nur wieder runter. Das heißt, hier bricht man sich wieder die Beine. Wobei, hier kann man runtersliden. Ich bin der Slider. Kann man hier jetzt auch tauchen mit der Tauchausrüstung? Macht das Sinn? Willst du das? Ja, ich will mal gucken. Vielleicht ist hier ja was. Boah, Alter. Das ist aber heftig, wenn jetzt hier so ein Krokodil kommt, ne? Ja, durch, da bin ich auch ganz schnell raus. Guck mal, hier ist Eisen. Sieht aus wie bei 7 Days. Dings müssen wir auch noch spielen, ne? The Forest. Bevor der zweite ja. Teil kommt. Auf jeden Fall. Ich hab den ersten noch nicht mal durchgespielt gehabt. Ah, da bring ich dich durch. Dann kommt Timmy. Schade, wenn man sich bei dem Ende hat spoilern lassen, weil eigentlich ist das sehr unerwartend. Also wir sind von da drüben gekommen, dann gehen wir jetzt noch hier was lang gucken. Was war Pisha an dir? Nein, die gehören da dran. Das sind meine besten Freunde. Boah. Ich glaube, ich bin schon abgehärtet mit den Ameisen. Ich habe gar kein Symbol mehr. Die haben ja mich gefressen. The Forest habe ich auch, schreibt Nacho. The Forest, da ist doch einer. Weg mit dir. Auf jeden Fall ein geiles Spiel, ey. Und weniger Ressourcen fressen als das hier, weil das... Also tatsächlich, wenn ich jetzt aufnehme, was ich ja tue, wenn ich streame, was ich auch tue, über zwei verschiedene Plattformen leider, weil TikTok mich ja nicht über OBS streamen lässt, was viel einfacher für mich wäre, ressourcentechnisch, dann hätte ich hier weniger Lags. Aber Green Hell ist auch tatsächlich ein Ressourcenkiller. Das alleine das Spiel selber frisst von meiner 8 GB Grafikkarte schon 6 GB weg. Ja, und dann kommt noch Aufnehmen dazu. Schon sehr wild. Ich bin mir nicht sicher, was wir hier finden sollen, Alter. 26, 24. Das kann nicht sein. Hier wäre Wasser neben uns. Das ist unlogisch. 24, 26, dann wären wir jetzt hier. Das würde eher passen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was sollen wir hier finden? Was sagt denn unsere Aufgabe? An der Landebahn auf Hilfe warten, finde Mia. Wir müssen Mia finden. Jetzt und weißt du, was wir finden? Das ist der Fluss, wie wir rausgekommen sind. Ja. Weißt du, was wir finden werden? Was denn? Ich prophezeie, wir finden ein Grab. Ein Grab? Meinst du? Ein Grab. Wir werden ein Grab finden. Richtig bitter, dass dir so einen richtigen Kick in die Fresse gibt, das Spiel. Du jagst die ganze Zeit hier durch den Wald und Dschungel und kämpfst wie ein Weltmeister, um dann die Leiche von mir zu finden. Bitte? Sind wir nicht von da gekommen? Von gerade? Nein.
Nein. Da, da gehen wir jetzt neu. Gerade ins Wasser. Mit so einem Seil hier dran. Genau, das Wasser, da sind wir hergekommen. Und jetzt geht's hier runter. Wir sind gerade da oben einmal rum, haben geguckt, was da ist. Leider war da nichts. Neuer Ort auf der Karte. Kann man sich wieder abseilen. Noch tiefer. Okay. Aha. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, ey. Also ich bin gespannt. Wie ein Bettlaken. Ach du Scheiße. Okay. Du gehst vor, du hast die Machete, du Hund. Ich dachte, wir müssen was essen. Ich bin voll. Ich brauche Proteine, aber ansonsten bin ich eigentlich ganz gut dabei. Du musst nur schnell genug rubbeln, mein Freund. Ja, ja, ja. Du links, ich rechts. Okay. Weißt du, wen wir schon lange nicht mehr gesehen haben? Krokodil? Unseren Freund. Jaguar. Puma und Jaguar. Puma, ja. Lass mir in Ruhe, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Weißt du, warum ich auf diesen Gedanken mit Mia komme? So doll. Warum? Weil wir haben die von oben am Boot gesehen. Dann haben wir sie im Bett gesehen und kamen nicht zu ihr ran. Verstehst du, wie ich meine? Ja, aber im Lagerfeuer waren wir auch, ne? Aber da waren sie auch nicht. Ich habe eine Schildkröte gefunden. Ja. Ich habe ein paar blaue Pilze gefunden, die esse ich jetzt erstmal, damit ich ein bisschen Energie krieg. Ich laufe jetzt hier durch das Wasser. Ey, ist so Sumpf, ne? Das gefällt mir gar nicht. Nee. Also, ich müsste jetzt ordentlich tauchen. Beziehungsweise schwimmen. Komm mal wieder in meine Richtung geschwommen. Dann gehen wir zusammen schwimmen. Weil das gefällt mir hier nicht im Wasser. Da, ich sehe dich. Okay, mich hat irgendwas angefaucht. Oh, rechts von uns Krokodil. Schnell hier auf die Insel. Komm mit, komm mit, komm mit. Nimm den Bogen. Irgendwo hier war ein Kroko. Ich höre es irgendwo. Ich sehe es nur nicht. Hier. Tot. Oh Gott, Alter, und das ohne zu speichern, ne? Ja, ja. Oh Gott! Also Kroko nehmen wir jetzt nicht auseinander hier, ne? Ich pass auch bitte, noch, bitte auf und hör hin. Ich habe auch noch zwei Vögel. Schnauze Frosch. Hier sind Früchte. Ja, ich habe immer noch welche hier. Da drüben diese komische Insel, die sieht sehr merkwürdig aus mit den dicken Steinen. Vielleicht können wir da ja mal eben versuchen, was wegzukloppen, dass wir was bauen können. Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Dann können wir speichern. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee, denke ich. In Kokosnüsse. Achtung! Was denn? Achtung? Nee. Es hat gerauscht, aber da war glaube ich nur ich selber dann. Hier ist, hier kloppt man den Baum direkt weg. Ich baue einen Stand. Na, komm schon, du willst es doch auch. Also hier müssen nur die Büsche... da. Ach, sind da Feuer. Ne, Holzscheite. Hier ist noch einer.
Wo ist der lange Stock da? Machst du? Bisschen Platz. Wo sind deine langen Stöcke? Hier. Ready. Jetzt brauchen wir noch ein Dach. Ein Dach. Ich würde sagen, machen wir auch ein Lagerfeuer hier eben, ne? Ja, ich denke auch, ist eine gute Idee. Wenn denn das Buch so will, wie ich will. Na? Fertig. Ah, hier sind auch Früchte. Sollen wir auch direkt zwei Betten bauen? Auf jeden Fall. Sorry, den Witz konnte ich mir nicht verkneifen, was? Forest habe ich auch. Ach so, ja moin. Nacho. Du bist ja ein bisschen komisch. So, lebst du im Wald oder was? Ja, der hat den Wald in der Hose, Junge. Wald in der Hose. Mein Beileid. Hier, du kannst Betten bauen. Nicht Dschungel. Passend zu Green Hell. Hallo, kennst du mal Betten bauen hier mit mir? Ja. Nicht hier nur rumstehen und gucken. Faule Sau, ey. Immer das gleiche mit dem. Ich soll gleich dein Bett alleine bauen. Halt's Maul. Okay. So. Zwei noch. Oh, nee. Das wollte ich nicht. Welches Spiel ist das? Das ist Green Hell. Die grüne Hölle. Green Hell. Ingame haben wir 19.31 Uhr, also leg dich direkt schlafen. Nimm eben das Essen runter und dann geh pennen. Muss es auch leider auch direkt essen. Oh, ich hab noch ein bisschen, alles gut. Das hebe ich mir noch auf. Hätten wir eigentlich den Krokodil auch direkt platt machen können, ne? Ja. Eigentlich schon. Eigentlich. Jo, Kampf Linda. Hallöchen. Ja, wir sind schon was länger wieder hier. Jaden, moin moin. Was für Camp Linda? Wovon redest du? Brauchst du noch ein bisschen Fett? Ich habe noch Nüsse hier. Nee, ich habe noch. Was meine Nüsse will ich? Oh shit, ich habe meine Kokosnüsse gar nicht eingesammelt wieder. Das ist nicht gut. Hier sind vier Schalen, ne? Aber du musst auch was trinken, oder? Nee, ich bin voll. Ich habe außerdem noch immer noch 100 in meinem Bidon. Dankeschön. Dann lass uns weitergehen. Nobody give a shit, der Name ist Gold wert. Okay.
So. Aber mehr ist hier nicht, außer diesem Riesenstein. Das kannst du mir doch fast nicht erzählen. Na, ich habe irgendwo Egel. Kannst du mal gucken, bitte? Ich habe auch welche. Ah, dein ganzer Arm ist voll. Ja, danke. Irgendwo hast du noch einen, aber ich sehe ihn nicht. Du auch noch. Hast du noch einen? Nee, ich habe keinen mehr. Du Okay. auch nicht mehr, ne? Nee, ich bin fertig. Danke. Oh. Das hat sich gerade angehört, Ja. als wenn irgendwas angerannt kommt. Oh Gott. Guck mal da rechts. Aha. Boah, ich hab gedacht, hier wäre ein Krokodil, Ja, ich habe mich auch gerade ey. ein bisschen erschrocken. Okay. Mekko, wenn es um lange Stöcke geht, dann frage ich nicht dich, mein Freund. Mit deinem Stöckchen. Oh, das wird sehr lustig heute Abend. Ja, Oh Chris wird sehr paranoid. ja, total, also. Gerade bei Mortuary, da wird man richtig paranoid. Das ist tatsächlich fast ein Muss. Kann man hier rein? Chris, ich bin drin. Oha. Okay. Eine Blutprobe brauchen wir. Kein Problem, komm mal her. So. Dr. Smith, Dr. Smith, Report Number 27. Observations on Guanabana. A small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits, up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles. White, creamy flesh with black seeds. Ja, ist Distinctive gut. characteristics. Very tasty. I've collected samples of fruits, leaves and bark. As with many other species, the natives use the guanabana. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Was für ein Sample? Ja, der hat das ja gesagt, diese komische Wanabana-Pflanze, Dr. ne? Smith, report number 26. Hier steht was. Observations on Das ist ein Brief. Quassia lamara. A shrub from the Samarobaceae family. Compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics: its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other Hä, medicinal sagt er jetzt nicht properties. gerade genau dasselbe wie Apart gerade? from its terrible Nein. taste, the plant doesn't have any other distinguishable Okay. features. Of course, a sample along with full Ich werde schon echt biochemical paranoid, analysis ohne will be Spaß. included in the nearest transport. Was ist denn End of hier? report. Abteilung Feldprojekte, Philip Smith, betreff Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies auf Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der. Das haben wir doch schon gelesen. Ist noch ein Ja. Brief. Hier. Ihre Beschwerde. Dr. Smith, uns ist bewusst, dass Dr. Higgins schwierig sein kann. Dennoch möchten wir Sie daran erinnern, dass jede weitere Forschung ohne ihn unmöglich ist. Das Ziel unserer Mission ist wichtiger als eventuelle persönliche Differenzen. Bitte beachten Sie auch, dass Dr. Higgins und seine Frau viel durchgemacht haben und dass sie dieser Stress negativ beeinflusst haben könnte. Wir glauben daran, dass Sie in der Lage sind, die professionelle Zusammenarbeit im Lager aufrechtzuerhalten und dafür sorgen, dass Dr. Higgins seine Pflicht weiterhin gewissenhaft ausführt. In der letzten Lieferung waren zwei Proben beschädigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Verpackungsprozess verbessert wird. Jedes Exemplar muss separat verpackt und vor unkontrollierbaren Bewegungen, Entsiegelungen des Behälters, Kontamination sowie Sonnenlichteinstrahlung geschützt sein. Zusatzprozedur. Neben den beiden üblichen verpackten Proben müssen ab sofort zwei weitere eingefroren werden. Einer Ihrer Mitarbeiter hat vor dem Abflug zu prüfen, ob sich der Kühlbehälter versiegelt und gut gesichert an Bord befindet. Wir dürfen keine Proben verschwenden.
So, jetzt weiß ich trotzdem nicht, was wir da reintun sollen. Haben wir was im Tagebuch stehen? Nee. Können wir die Aufnahme nochmal abspielen? Die eine hier, die hier? Dr. Smith, Port Number 26. Observations on Quasi-Alarm. Bitterholz. A shrub from the Samaru Basie family with compound inflorescence and small, long... Oh, nur TikTok wieder. Warte. 20 Rosen, 19, 20, 21 Rosen. Dankeschön. Ehre. Vielen Dank, Noah. Ehre. Ich muss eben kurz für kleine Königstiger, ich komme sofort wieder, ja? Na, hör mal. Okay, wir müssen diese Pflanze finden. Ich weiß aber nicht, wie die aussehen soll. Das ist mir fast ein Rätsel. Probieren es mal mit den richtigen Sachen hier, eins nach dem anderen. Ich habe natürlich echt keine Ahnung, was der will, also ich muss es nochmal hören. Dumm, aber Bitterholz. Zusammengesetzter Blütenstand und kleine, lange, intensive rote Blätter. Distinctive characteristics. Its flower contains chemical compounds, quassin among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make fevers. Also irgendwas mit roten Blättern. Wir müssen suchen. Jule, vielen Dank für die Schatztruhe. Oh, voll toll. Dankeschön. Oh, noch eine, noch. Hallo. Entspann dich. Dankeschön. Du wirst echt toll. Danke. Kommen wir nochmal raus oder was jetzt hier? Schwarzer Bildschirm, 3 Stunden. Wir haben gar nicht gespeichert vorhin, ne? Bauen extra ein Dach und speichern nicht. Das ist auch geil. Ich ahne Böses. Jule, hör doch auf! Ich will gerade gehen, um ein bisschen Avatar Herr der Elemente zu schauen, aber jetzt bleibe ich noch. Ich glaube, ich komme nicht raus, solange der Chris nicht hinter mir her ist. 4% Akku nur noch und sie ist am Smoken. Smoke weed every day. Chris? So. Chris, kannst du mal bitte rausgehen, die Türe? Weil ich glaube, das Spiel macht nicht weiter, solange du nicht auch rauskommst. Oha, Jule ist auch wieder hier im Gönner-Modus. Aber hallo. Hast du mich gehört? Handy Akku. Du, Chris. Ja. Du musst rausgehen, ich komme nicht weiter. Ja, Moment, ich lese doch gerade den Chat, Mann. Nein, nicht den Chat lesen, du musst rausgehen. 4% und bin am Smoken. Ach, hier, Nacho kriegt ein neues Ladekabel. Halleluja. So. Zack. Es geht weiter. Hoffe ich. Wir haben nämlich. Aha, okay. Wir haben nämlich nicht gespeichert. Also, wir suchen. Wir gehen jetzt erstmal zurück und speichern an dem Scheißhaus. Wir haben nämlich nicht gespeichert. Ach, warte. Ja, stimmt.
Das ist und eigentlich der Grund, warum wir intensiv jetzt intensivrote Blätter, hier ist sie. Das ist die, die wir suchen, die Pflanze. Okay. Habe ich jetzt? Wo ist die Zwiebel hin? Da. Ich glaube, die müssen wir nehmen. So, jetzt lass mal schnell zurückgehen. Da drüben auf der Insel ist unser Bett. Da links ist eine Höhle, da unten. Oh, ja. Da gehen wir aber auch nochmal gucken gleich. Ich habe so Angst hier im Wasser, ne? Bisschen habe ich auch Angst. Oh, guck mal hier. Oh Gott. Oh, wir müssen ja unser LSD-Zeug trinken. Oh. Noch brennt es. Ja, ja, ja. Erstmal speichern. Du hast deine Kokosnussschalen auch hier liegen gelassen. Ja. Trink ruhig. Ich pack mal Fleisch drauf. Okay. Ich habe so viele Federn, ne? Ich hoffe, das sind die richtigen Pflanzen. Kannst du welche gebrauchen? Federn? Kannst du meinen Stream sehen? Ich kann den Stream sehen auf dem Handy, ja? Ja, guck mal rein. Ciao, Nacho. Komm nachher mal wieder. Circa 20 Uhr. Kannst du mein Inventar sehen, ja? Ja, ja, ich seh's. Okay. Gut, ich schmeiß mal welche weg. Brauchst du auch noch Fleisch? Nö, gerade nicht. Mir geht's gut. Okay, dann esse ich das. So. So, ich gehe jetzt nochmal darüber und guck, ob die Pflanze da reinpasst, weil ich habe ja jetzt eine rote Pflanze und eine Zwiebel aufgehoben und ich hoffe, dass vielleicht die das ist. Aua, schon wieder. Viel mit Kohlenhydrat? Nö, leider nicht. Oder wir gehen erstmal in der Höhle gucken, weil die interessiert mich auch. Ja. Bin unterwegs in Richtung Höhle. Ich weiß gar nicht, wo bist du denn jetzt rechts, gerade? Rechts, 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 da lang. Ein bisschen links, links, ja, ja, darüber. Okay. War hier nicht irgendwo eine Höhle? Oder sah das nur so aus, vielleicht? Ich sah es auch nur so aus. Scheinbar. Dann lass mal reingehen, weil ich habe eine rote Pflanze gefunden. Ich weiß nur nicht, ob sie das ist. Vielleicht sieht die auch ganz besonders aus. Und das ist eine ganz andere. Hier sind auch noch leere Dosen. Eine tote Maus. Okay. Da ist auch noch was. Hier, warst du auch schon drin? Hab ich gerade gesehen, ja. Guck mal, hier kann man pennen. Ah, hier sind mehrere Betten. Aufnahmegerät. Hm.
Kannst du die Schmerzmittel hier mal nehmen? Weil ich habe 6 Stück in meinem Inventar schon. Oh Gott. Dr. Smith, Report Number 23. Again, it's about Higgins. His behavior is starting to spiral out of control. Vorstell das Team bei der Arbeit. Once again, I want to make it clear that I don't have the professional knowledge to diagnose him, but I suspect a mental breakdown. It's getting worse with each day. Should I put him on medication? We have some sedatives on hand. Please advise. Oh, I almost forgot. I've packed all the specimens according to the new guidelines. I hope this time they will reach their destination without any problems. End of report. Das sind doch Briefe, ne? Stimmt, hatte ich gesehen. Gemäß Bericht Nummer 37 bis 39, die bestätigen, dass die Mission aufgrund des fehlenden Y-Objekts nutzlos geworden ist, bricht Omolu Corp sämtliche Arbeiten in diesem Gebiet ab. Ihr Befehl lautet, die Basis zu evakuieren. Alle Einheiten haben sich am Donnerstag 12 Uhr UTC an Bord des Flugzeugs einzufinden. Verzögerungen oder Evakuierungen zu einem anderen Zeitpunkt können nicht berücksichtigt werden. Sämtliche Ausrüstung ist vor Ort zurückzulassen. Sobald die Expeditionsmitglieder zurück sind, müssen sie sich umgehend einer einjährigen Quarantäne unterziehen, der sie zuvor in ihren Vertragsvereinbarungen zugestimmt haben. Jegliche Versuche, den Quarantänezeitraum zu vermeiden oder Abkürzungen sowie Weigerung, das Test durchführen zu lassen und abschließend Berichte abzuliefern, werden als Vertragsbruch gewertet. Folgendes ist streng geheim und untersagt. Kontaktaufnahme mit Medien, Kontaktaufnahme mit Leuten außerhalb der vorgegebenen, dem Projekt zugewiesenen Gruppe, Kontaktaufnahme mit anderen Forschungseinrichtungen, Offenlegung jeglicher Informationen über die im Auftrag von Omolu Corp durchgeführte Arbeiten, Vertragsbrüche oder Verletzungen der Verschwiegenheitsvereinbarung werden hart bestraft, okay? Da war auch wieder ein Aufnahmegerät, ein anderes. Aber, ja. Änderung der Berichterstattung aufgrund der Verbindung. Also, es steht ja nur Kram drin, das ist total unwichtig für uns, ehrlich gesagt. Was mich viel mehr wundert, guck mal bitte auf die neue Karte. Ja, guck mal eben hier, bitte auch. Hier ist irgendwas. Ja, wir haben jetzt 3 Abschnitte, ne? Ja, genau. Mhm. Und wir haben hier auf der Karte diese Symbole Alpha, Y, Gamma, keine Ahnung, was das ist. Was bedeutet, hinter uns ist was, auf der anderen Insel gegenüber ist was, ganz oben muss eine große Höhle sein. Und ich glaube, uns fehlt nur noch ein Ding und wir müssen dieses Ayahuasca saufen, aber eins nach dem anderen. Lass erst noch mal hier rein und gucken, ob das die Blätter vielleicht sind. Dann gehen wir zu der Insel da oben. Also es wird gerade echt interessant und ich hoffe, wir können hier ein bisschen überleben. Wird nur schwer, ohne was zu fressen, ne? Wohl oder übel. Also den Blätterhaufen kann ich nicht da rein tun. Was ist mit der Zwiebel? Die passt auch nicht da rein. Okay. Dann haben wir das falsche Zeug. Dann schwimmen wir jetzt rüber auf die Insel. Vielleicht müssen wir ja auch ein kleines Lager bauen, Chris. Ja. Können wir, also hier wir jetzt danach gehen? Im Norden. Lass mal eben rüber auf die Insel gehen. Ich will wissen, was da ist. Da drüben auf der Insel muss das sein, irgendwo. Entweder die da. Irgendeine Insel hier hat was. Ich glaube, die da ist es. Oder? Da waren wir. Auf der Map ist die. Ne, ist nicht nördlich. Die ist östlich von dem Ding. Das heißt, die Insel da drüben ist das. Ja, die da drüben muss es sein. Boah, bin ich aber gespannt jetzt, Alter. Wirklich. Da kommt bestimmt. Da muss man bestimmt Ayahuasca brauen.
Und dann jetzt die richtigen Pflanzen finden. Die erste ist hier. Die erste haben wir hier. Okay, die erste ist direkt hier. Und die zweite müssen wir auch noch finden. Ah, wusste ich's doch. Hier ist die andere direkt. Ja moin, wir können direkt Ayahuasca brauen. Sollen wir es direkt machen? Ja, mach schon mal das Lagerfeuer ready, dass wir das gleich hinstellen können. Ich besorg die Pflanzen. Wo war die andere jetzt? Die kamen doch hier irgendwo raus. Tagebuch. Noch ein Ayahuasca. Ich freue mich. Noch mehr Drogen. Kein Platz mehr im Rucksack. Okay, das sieht gut aus. Kommst du her? In den Chat. Wer ist denn Bar? Kommst du bitte her? Ich ist da. So, bevor du jetzt losläufst, wir haben es jetzt zwar gesoffen, aber wir müssen erst die Folge beenden. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen, oder? Hätten wir vorher machen sollen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Wer ist denn Bar? Ach, Trix, moin! Noch einer von der alten Community. Dann drück mal Escape, bitte. Ich drücke Escape. Ja. So, Freunde, wir machen also TikTok, ihr bleibt da, natürlich. YouTube, wir machen für die Aufnahme hier einen kleinen Cut. Ihr kennt das Ganze. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann, ciao.